Ankunft in Andockbucht D24. Ich kann nicht sagen, wann unser Einsatz beginnt. Der Rat hat verkündet, dass diese landesweiten Angriffe Teil eines groß angelegten und organisierten Invasionsplans sind. Der Shepard entkommen? So ist es doch, stimmt's? Also, warum sollte er hier sein, wenn er nicht zum Rat will? Ma'am, ich darf darüber nicht sprechen. Müssen Sie auch nicht. Commander Shepard! Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Alice, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich nehme an, Sie wollen ein Interview. Noch besser. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Du bist zwar arg hässlich, aber wir nehmen dich mal mit. Also Kamerateam, ist doch eine coole Sache, werden wir noch berühmt. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Das Allianz-Militär hat den Hades-Kammercluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Wo sie sein Kriegsaktivposten? Was bedeutet das? Berichten zufolge sind die Kommunikation. Ja, zurück zur Normandy. Effekt Silent Hill. Oder ist doch der Junge da oder was? Oh ja, Slow-Mo-Gerenne. Sehr gut. Man muss doch nicht mehr A drücken, er rennt automatisch ins Slow. Oh ja, Kind, was machst du denn da? Es tut mir leid, Junge. Ich konnte dich nicht retten. Ich wollte dich retten, aber es ging nicht. Oh, du hast selber Schuld. Du hast meine Hand nicht genommen, als ich sie gereicht habe. Wo ist er denn jetzt hier? Aha. Heul doch. Wie blöd. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteaner-Gerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich?
Achtet mal auf die Hände von Shepard. Ich habe das Gefühl, der hat sich noch nie die Hände gewaschen, ey. Alle um mich herum werden verletzt. Oder Schlimmeres. Ash ist die letzte einer langen Reihe. Sie ist Soldat, so wie Sie. Und sie ist eine Kämpferin. Wenn jemand den nötigen Willen hat, dann sie. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandie nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Die Normandie muss funktionieren. Was haben Sie mit meinem Schiff gemacht? Wir haben die Kommunikation aktualisiert und die meiste Cerberus-Tech entfernt. Das heißt? Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandie sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Oh, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandie einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Aber erst muss ich mein Schiff angucken. Ich bin hier der Captain. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Sie können darauf zählen, Sir. Nicht nur ich, alle, die noch auf der Erde sind. Anderson und der Rest der Allianztruppen müssen durchhalten, bis wir den Feind angreifen können. Ich verstehe, Admiral. Gut, dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende.
So, gucken wir uns mal die Karte hier an. Gut, dass ich eine Minimap. Ach da, okay. Also jetzt weitergehen, kommen wir zum runder Tisch. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Genau. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Okay. Terminal sagt. Okay, alles Blödsinn. Nach Einsetzen einer Kraft müssen Sie warten, bis sie sich wieder aufgeladen hat. Oh nein, raus! Das... Man nennt das Abklingzeit und währenddessen ist das Symbol der Kraft grau. Ein rotes Symbol zeigt an, dass die Kraft keinen Effekt beim aktuellen Ziel hervorruft. Ich bin in die Tutorial-Falle getappt. Manche Angriffskräfte können Feinde über Deckung und sogar um Ecken herum treffen. Im Selektionsrad sind noch mehr nützliche Tools. Ja, ja, bla bla. Um Kräfte in Echtzeit einzusetzen, weisen Sie Ihnen Schnellfeuertasten zu. Drücken Sie im Selektionsrad den B- oder Y-Knopf. Haben Sie genug Medigel, wählen Sie Erste Hilfe aus, um ein Gruppenmitglied wiederzubeleben und Shepard etwas zu heilen. Außerdem können Sie Munitionskräfte wie Kryo- und Brandmunition aktivieren, um Ihre Waffe zu verbessern. Schnell weg hier. Frechheit. Shuttlebucht war das. Kaufen wir erstmal für die Standardwaffen und so. Jetzt war die Frage, wie können wir denn die Sachen jetzt effektiv modden?